Ja, Leute, und willkommen zurück zu Die Reise ins All und zur wahrscheinlich wirklich finalen Aufnahme, nachdem die von Neil Klein ja nicht ganz so geklappt hat. Und ja, wir sind hier irgendwo und müssen Rätsel lösen. Achso, wir haben hier diese Dinger. Stimmt, das hier war ja... Meine Güte, lauf doch nicht immer in die Sperren, Schatz. Nanu? Scheine immun gegen den Stromkram geworden zu sein. Oh nein, nein, ganz so vergnüglich hält es sich nicht. Diese Sperre ist nichts weiter als für dich das Gaukelberg. Aber die Erbauer haben nicht mit der Gefahr angesessen, der Kühnheit unseres Leutnants gerechnet. Die Illusion ist enttarnt, also fort mit ihr. Ja, das hatten ja schon ich und Clay in unserer Zusammenaufnahme, die ja nicht geklappt hat, weil mein Internet ziemlich kacke ist. Wobei ich gar nicht weiß, ob er die hochladen wird, darum ja. Aber wir haben nur ein, zwei Minuten gespielt und dann gemerkt, dass es nicht spielbar ist. So. Das ist eigentlich voll unnötig, dass wir beide holen. Man kann auch einfach den einen erst dafür und dann dafür nehmen. Aber was soll's. Hilfe. So. Stimmt, die 50 Erfahrungspunkte. Und das... Achso. Verdammt. Er sagt irgendwie sowas wie, wäre es einfach gewesen, wenn sich die Gruppe aufteilt und zwei von uns sich auf die Bodenplatten stellt. Tja, nun, also, ja, auch immer mit seinen Schlaumachereien im Nachhinein. Wann wundert sich noch jemand, warum ich so selten etwas sage? Tja. Gut, und für diese Rätsel, die kennt man ja schon, haben zur Genüge, die sind ja eigentlich sau einfach. Und zwar einfach, dass man hier, dass wir uns hier jetzt einfach nur die Zahlen raussuchen. Und der Rest ist eigentlich erstmal unwichtig. Beziehungsweise ist komplett unwichtig. Ich verstehe auch nicht, warum man jetzt gegen Ende des Spiels noch irgendeine Backstory reinklatschen muss, die niemanden interessiert. Bla bla bla. Brauchen Zahlen hier. Nur eine Phase und 23 Umläufe. 1, 2, 3? Das wäre sehr einfach. Aber probieren wir es mal aus. Die vor der Fall nach furchtbarem Krieg, doch wie viel Luft der Wiederaufstieg? 1, 2, 3. Dritter Einmacher des Wissens. Okay, das ist einfach gewesen. Ja. Verdammt. Was für ein mächtiges Gerät. Na, na, Täubchen. Sind das denn für Unsinnigkeiten, die du von dir gibst? Ja. Hab ich's. Wie komme ich hier runter? Mistig liegt so hoch. Achso, Portables hängen fest. Pass beim nächsten Mal etwas mehr auf, Schatz. Okay. Ja. Ach, da ist eine Tafel. Der Gründer steigt empor. Die Nachfolger wahrt das Gleichgewicht. Dem End steht Sturz bevor. Erkennst du die Reihenfolge nicht? Ach, da drüben sind drei Stück. Drei Hebel, meine ich. Ach so, das ist doch ganz einfach, glaube ich. Also, den mitten den ganz runter. Ja. Wow, okay. So viel zu den schwierigen Rätseln hier. So. Auch wieder Zahlen rausfiltern. Gleichgewicht. Für alle mal. Nee, alle ist keine Zahl. Verdammt. Fünf, elf. Deshalb also brach das ausgeklügelte Bewässerungssystem zusammen. Das erklärt auch die zahlreichen Reptilienknochen an den trockenen Kanälen. Aber wenn nichts wieder neu errichtet wurde, kann das auch nur bedeuten... Na, nun lass ihn doch ausreden, Schatz. Nein, nein, die dramatische Pause kommt mir ganz gelegen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wir wollten uns gerade erklären, es könnte nur bedeuten, dass die Tentakler ihre Umsiedlung planen. Ach, jetzt hast du die Auflösung verraten, du Plappermaul. Pardon. Wahrscheinlich wollen die auf die Erde ziehen. Was sagt er? Den Schlingbund Sinnesweber schrieb es auf, nennt Phase mir und richtigen Mondenlauf. Ja, 5.11, ne? Oder? Ja. Dritter Narr des Wissens. Man nennt mich auch den Leutnant ohne Angst.
wie freundlich fahrlässig wird denn tagliche Musik? Über welche üblen Kern muss eine Wesenheit nur verfügen, um derart Entsetzliches hervorzubringen? Dies ist keine Illusion, diese Blitzmauer. Balsamöl. Okay, ich weiß, was wir zu tun haben. Irgendwie so. Also eins. So vielleicht? Nee, das wäre aber einfach, weil so. Aber ich zieh nochmal raus, nochmal rein. Ich probier's nochmal so. Gut, also wir brauchen 1, 3, 5 und dann 2 und 4. Ich weiß aber nicht, in welchen Reihenfolgen. Warte mal. Wird es immer heller oder was? Ich glaube schon, es wird immer heller. Yes! Okay, das war ein cooles Rätsel. So endlich mal nicht dieses ständige Zahlen irgendwo raussuchen oder so, was wir ständig schon hatten. Das hast du großartig gemacht, mein kleiner Musikkurs oder was auch immer da stand. Wir haben den zweiten Kristall. Und ja, auf geht's, ne? Okay, wo sind wir jetzt? Badekur. Überall Blitze. Du kommst nicht vorbei. Das werden wir noch sehen, garstige Platte. Gut. Hast du das auch gerade? Klar und deutlich, frag mich nur, woher das kam. Oh, okay. Sabalot, man ist uns gefolgt. Werde mit diesem Buschen schon fertig. Na, hoffentlich auch mit denen. Weiß als Sportsmann eine Herausforderung zu schätzen. Okay, so langsam wird's interessant. Teufel noch eins, eine Falle. Was um alles in der Welt ist das? Es kommt auf uns zu. War das der große Tentakler? Ich hab's nicht ganz gesehen. Wieso kommt er von unten? Ist es nicht viel cooler, wenn er von oben kommen würde? Sehr. Die anderen hatten also recht. Ich bin beeindruckt von eurer Leistung, Menschlinge. Menschlinge, bislang war ich ganz andere erst abseits der Titulierungen von ihresgleichen gewöhnt. Für die meisten von uns seid ihr auch nichts mehr als Sklavenzucht. Gemacht, um zu gehorchen. Diese Zeiten sind vorbei. Wir sind schon lange nicht mehr die Herren unserer Art. Na, wie ich höre, habt ihr sogar die Platten entziffern können. Beeindruckend. Wer Augen hat, sieht eure Entwicklung. Ihr Kinder habt es weit gebracht. Sollen diese einnullenden Worte? Meine doch, wir befinden uns noch immer im Krieg. Nicht so grantig, Leutnant. Ich spüre, hier liegt etwas anderes in der Luft als Feindseligkeit. Gestatten Sie bitte eine naheliegende Frage. Wer sind Sie?
Ich bin Kalabdran, ehrwürdige Hochmeisterin. Ehrwürdige Hochmeisterin des stolzen Ordens der Umfänger. Potzblitz, klingt ja beinahe offiziell. Meine Familie gehörte dem Rat der Orden an, lange bevor deine Zucht auch nur ein Gedanke war. Der Orden der Umfänger schritt Seite an Seite mit Hebdomech im ersten Echsenkrieg. Meine Majestät reicht in Zeiten zurück, von denen du keine Vorstellung hast, Menschling. Ist das hier so eine Art dann Vorbosskampf oder führt ihr uns dann zum richtigen großen blauen Bürgertypen? Wir sehen's gleich. Meine Güte, Schatz, deine Obrigkeitsfimmel steckt aber auch alles. Nur scheint mir, verehrteste Hochmeisterin, ihre Blütezeit vorbei zu sein, seit die Bürger die alleinige. Zu lang, schon viel zu lang. Die Bürger scheinen zu meinen, sie sind auch zur Herrschaft über die anderen Orden berufen. Ha, wir sind nicht zum Buckeln geboren, sondern zum Gebieten. Von der Herrschsucht des großen Bürgers weiß unsere Welt ein trauriges Lied zu singen, Hochmeisterin. Und es wird noch trauriger werden, wenn man ihn mit seinem Werk fortfahren lässt. Ui, die steht auf unserer Seite. Und verdammt, ich hab außerdem Enter gedrückt. Sorry. Ja, so weit ist es schon gekommen. Und das sollte Ihrer Meinung nach als Argument stark genug sein, um unseren Misstrauen zu zerstreuen? Hört. Er baut einen Gedankenapparat, mächtiger als alles bisher Dagewesene. Ist die Maschine erst bereit? Ist jeder von euch seiner Kontrolle unterworfen? Sowohl hier als auch auf den anderen Kugeln. Allmächtiger, dann hatte ich also richtig vermutet. Und wird er den Apparat nur gegen euch einsetzen? Aha, dann wird der Witt also. Die Herrschaft der Bürger war nie umstritten und seine war es keinesfalls. Ja doch, wir machen noch weiter. Wieso ist er umstritten? Der große Bürger hatte nie das durchtriebene Format seines Annähern des großen Architans, wo der Gründer der Bürgerherrschaft ein Meister der Ränke war. Setzt sein Nachfahre nur auf plumpe Macht. Nackte Gewalt ist ein schreckliches, unbeholfenes Mittel. Und was hat es ihm eingebracht? Der Vernichtungszug gegen die Reste der Hexen zerstörte die Wasserversorgung unserer angestammten Heimat. Einige Hochmeister der anderen Orten mutmaßen, der große Bürger selbst habe die Hexen auf die Kanäle gelenkt, um uns durch die Katastrophe... Ich habe gerade gemerkt, dass ihr keinen Sound habt. Verdammt, ich bin wohl irgendwann auf die Taste gekommen. Ich hoffe, es ist nicht zu lange her. Nur um so enger an ihn zu binden, aber das wäre einfach zu stilvoll für ihn. Nein, er hat es schlicht verpatzt. Genauso wie den Krieg habt ihr erst Angriffswelle für Furios abgewehrt. Das war sein größter Fehler. Ein fähiger Kopf hätte doch auch eure ständigen Züsse gegeneinander ausspielen müssen. Okay, Leute, ich glaube, ich muss gleich... Doch das liegt ihm zu wenig, stattdessen hat er euch nur Engel zusammengeschweißt. Nee, ich mach's jetzt. Ich muss kurz Pause machen, darum... Ja, Cliffhanger für euch. Bis zur nächsten Folge.